bist mittendrin, genießt den Applaus und die Leute, die dir zuschauen. Wir sind super glücklich, hier zu sein. Das ist das Feuerwerk der Tonkunst. Das ist die Spirit Tour 2023, die das Publikum von der ersten bis zur letzten Szene in seinen Bann zieht. Natürlich legt Europas größte Turnshow auch in diesem Jahr einen Stopp in der Mercedes-Benz Arena ein. Wir haben in diesem Jahr Artisten aus 12 verschiedenen Nationen, aus aller Herren Länder. Aber die Turner-Artistensprache ist ein und dieselbe. Man wächst ganz schnell zu einer Familie zusammen. 36 Shows innerhalb von 4,5 Wochen in den größten Arenen und Hallen Deutschlands. Mit dabei über 200.000 Zuschauer, die von den Artisten und Akrobaten täglich in eine magische Welt voller atemberaubender Augenblicke entführt werden, in der Leidenschaft keine Grenzen kennt. Denn das Gefühl für Ort, Zeit und Raum wird aufgebrochen, wenn Weltklasse-Akteure das Programm Spirit präsentieren. Besonders an der Show ist für mich das Team und so die Botschaft, die die Show vermittelt. Spirit ist ja ein total breit gefasstes, aber doch spezifisches Thema. Und wir hatten auch auf der Tour eine ganz tolle und besondere Energie, würde ich sagen. Erzählt wird ein modernes Märchen, in dem das goldene Wesen in einem Zauberwald landet und dort die kuriosesten Gestalten trifft. Beispielsweise kreuzen sich hier die Wege des Akrobatik-Basketball-Slam-Dunk-Showteams Dunkin' Devils mit denen vom Tim Kriegler, der sich der Strapazendarbietung verschrieben hat. Oder mit dem deutschen Duo Luke und den Scandinavian Boards, welche vielfältige Erfahrungen aus dem Wettkampfsport und dem Showbusiness mitbringen. Doch das gewisse Extra verleiht auch in diesem Jahr wieder die Liveband The Peppers. Mit ihrem Sound und Klang sind sie der rote Faden der Vorstellung. Wir haben die Möglichkeit, jeden Abend an diesem unglaublichen Ort und mit all den Leuten, die an der Show beteiligt sind, aufzutreten. Es ist etwas, an das wir uns immer erinnern werden. Für gute Laune auf den Rängen der Arena sorgen die Einlagen des Duo Rokaschkov am Viererreck sowie von Comedian Mikhail Usov. Und das gilt auch für die Lokalgruppen, die in jedem Veranstaltungsort in die Show integriert werden. In der Mercedes-Benz Arena zeigt das Ensemble eine Darbietung der Extraklasse. Mit dabei die Schauturngruppe des Berliner Turn- und Freizeitsportbundes, die sogenannten Elefanten, Gymnastinnen des 1. VfL Fortuna Marzahn sowie DTB-Turnerin Nathalie Köhn. Damit soll signalisiert werden, dass die professionellen Artisten und Akrobaten selbst das Turnen in lokalen Vereinen erlernt haben. Es ist einfach wundervoll, sich zeigen zu dürfen, und auch der Applaus, den man bekommt, das tut einem echt gut, auch mal außerhalb der rhythmischen Sportgymnastik, wo ich herkomme, was zeigen zu dürfen. Jetzt haben wir noch großartige Neuigkeiten für Sie. Auch 2024 tourt das Feuerwerk der Tonkunst mit schwungvollen Luftnummern und temporeichen Acts durch die größten Arenen und Hallen Deutschlands. Tickets gibt es bereits im Vorverkauf, aber schnell sein lohnt sich. Denn mit Heartbeat werden Sie es wieder spüren. Dieses Gefühl von grenzenloser Freiheit aus den vergangenen Zeiten.